Wenn ich mit den Pferden kurze Pausen mache, dann reite ich die gerne immer am Zügel und behalte die am Zügel. Richtig schön Mittelschritt wie so ein Vierjähriger oder Fünfjähriger, damit die ihren schönen großen Schritt behalten. Und reite nur ganz selten so in den Ecken meine Übergänge üppig. Kann ich die dann aus diesem Mittelschritt in den versammelten Schritt bringen, ohne dass sie anzuckeln, ohne schief werden. Das machen wir gleich nochmal. Und wenn ich etwas längere Pause mache, dann lasse ich die auch einfach lange Zügel einmal. Dann sollen die auch relaxen, dann müssen sie sich nicht konzentrieren. Weil wenn ich die am Zügel behalte, selbst wenn ich diesen Mittelschritt dazwischen reite und nur kurze Pause mache, dann will ich ja, dass die richtig auf mich fokussiert sind und dann arbeite ich den Schritt ja auch richtig. Jetzt hat der eine Phase, kann er ins Publikum gucken, da kann er einfach auch alles Mögliche machen. Dann muss er sich ja nicht konzentrieren. Das brauchen die auch. Denn so eine ganze Stunde lang, wenn ich das will, dass die immer da dran sind, das ist ja auch für die eine hohe Konzentration. Schnelli. Wenn wir jetzt gleich, Emma, wir machen das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel noch mal ein, wir können, du brauchst noch ein bisschen Pause, lass ihn ruhig noch mal einen Schritt gehen. Wenn wir jetzt so also streifen, da zum Turnier gehen. Für mich ist das immer ganz wichtig, dass ich zu Hause, ich reite ja nach so einem System, wie ich das eben schon gesagt habe, die Schulter reinbehalte, die Traversalen vor, gleich fangen wir mit ganzen Traversalen an, dann mache ich Arbeitspirouetten, dann mache ich vielleicht kleine Pirouetten, dann mache ich Zickzack 4-8-8, dann mache ich 3-6-6, eins baut ja auf das andere auf. Und wenn ich jetzt mit meinem Pferd, mit so einem, den ich so lange kenne, zum Turnier gehe, dann weiß ich, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, was ich dann nächste Woche am Samstag, oder wenn ich jetzt heute am Trainieren wäre, was ich Samstag mache und was, wann ich das Samstag mache. Dann weiß ich nämlich auch genau immer nach meiner Uhr, ich brauche 45 Minuten, wenn das normal alles läuft. Reite ich ab, dann weiß ich genau, ich brauche ungefähr 10 Minuten zum Lösen, dann mache ich meine Trapparbeit. Dann weiß ich genau, eine halbe Stunde vorher muss ich mit meinem Galopp anfangen. Und wenn ich da zum Beispiel, wenn ich so dieses, das muss jetzt nicht ganz so akribisch sein, aber bei mir ist es so, weil ich dann auch zum Beispiel genau weiß, oh, der Trab war heute nicht gut, ich muss da länger dran arbeiten, ich bin so ein bisschen hinter der Zeit. Ich kann jetzt zum Beispiel, normal fange ich eine halbe Stunde vorher zum Beispiel mit meiner Galopparbeit an. Fange mit dem kleinen Pirouetten und das und das und das. Da weiß ich ganz genau, 20 Minuten vorher muss ich meine erste Piaf-Passage reiten. Dann fange ich mit der Passage an. Das ist von Pferd zu Pferd ja unterschiedlich, aber ich habe eigentlich genau meinen Plan. Und dann bin ich auch ganz selbstsicher, weil ich genau weiß, jo, alles in Zeit, ich habe den, das passt. Oder ich habe eben zum Beispiel Galoppprobleme, ich musste die Wechsel nochmal machen, nochmal. Ich kann nicht mein ganzes System so machen, ich muss etwas anders reiten. Ich will nur sagen, dass man sich zu Hause eigentlich auch schon in dem Abreiten, reite ich auch so ein bisschen so ab. Wenn ich jetzt kein Turnier habe, reite ich zum Beispiel Trabtour, Galopptour, Piaf-Passage. Wenn ich anfange Turnier, wenn ich Prüfung reite und ich bin kurz vor dem Turnier, dann weiß ich ja genau, ich kann jetzt nicht die ganze Trabtour reiten, dann die ganze Galopptour, dann Piaf-Passage und rein, weil das wäre einfach zu viel auseinander, sondern da habe ich das unterschiedlich. Das eine Pferd, da reite ich vorher, kurz vorher muss ich nochmal meine Zweier Einer machen, weil ich das Problem mit habe. Mit dem anderen reite ich lieber nochmal ganz kurz vorher so ein bisschen Piaf-Passage, den nochmal ein bisschen heiß machen. Mit dem anderen darf ich das gar nicht machen, weil der ist mir viel zu heiß, da kann ich nicht nochmal kurz vorm Reinreiten Piaf-Passage reiten. Und so will ich nur sagen, muss ich zu Hause eigentlich schon einen richtig guten Plan haben, dass ich weiß, so genau, so reite ich da ab. Und wenn ich die Pferde ein bisschen länger kenne, kann ich das eigentlich auch immer genauso einhalten. So Emma, dann fangen wir mal an zu galoppieren. Genau, du erarbeitest dir erst wieder diesen guten Bergaufgalopp. Genau, sehr schön. Und dann schön über viel Boden, dass du viel nach vorne kommst. Sehr, ja, macht nichts, nee, so ein bisschen abkippt. Du bereitest das vor, was du brauchst. Erstmal noch so ein ganz klein wenig eilig dazwischen. Ne? Nochmal so ein klein wenig wieder raus. Hol ihn dir mal hinten. Bisschen mehr setzen. Genau, genau, genau. Und jetzt genau. Da wird er schön tief. Nochmal um den Zirkel, den gleichen Übergang. Würde ich so an der offenen Zirkelseite nochmal machen. Schön Zug nach vorne. Jetzt auch noch einmal außen etwas setzen. Genau, genau. Und wieder raus. Richtig. Und fleißig raus. So, nicht rausrennen, aber groß. Und wenn du ein gutes Gefühl hast, fängst du mit Traversalen an. Das ist jetzt ein schöner Galopp. Jetzt galoppiert er über viel Boden, ist sicher in der Anlehnung. Genau, gute Stellung, Biegung, schon relativ steil, genau. Gut, dann reizt du an der nächsten langen Seite deinen Wechsel. Ne? Wichtig, sicher am linken Zügel gerade machen und wenn ich diese Ruhe so ein klein wenig setzen, dass du beim fliegenden Wechsel richtig nach vorne denken kannst, richtig an Zulegen. Sehr gut. So, da hat man natürlich beim, das war jetzt zum Beispiel für ihn ein guter Wechsel, weil ich muss ja sehen, im Verhältnis zu der Galoppade, der Schimmel, da waren die Wege im Wechsel ja eben noch besser. Ne? Wenn man die Qualität einschätzt, das ist gut. Genau. Immer wieder in der Ecke jetzt und genau, Sie sehen, sie nimmt ihn so ein bisschen kürzer, sie holt wieder so ein bisschen das Hinterbein, ruhig so ein bisschen frecher, der ist mir so und jetzt wird er so ein bisschen eng, bringe ihn nochmal so ein klein wenig wieder nach vorne an die Hand, etwas länger im Hals. So, das ist wichtig, wenn der jetzt zu kurz geworden ist in dieser Pirouette, als sie den so kurz gemacht hat, da wurde er ja auch im Hals, kam er ihr so ein bisschen entgegen. Und da darf der nicht stehen bleiben, weil das wird er nicht aushalten nach einem Kreuz, die schönen Einerwechsel. Wenn der da oben steht, dann wird der Fehler machen, genau.
Genau so, das ist schön. Und dann deine Linkstraversale. Gut, die Stellung vorbereiten, an der gedachten Linie außen parieren, frecher, rechts parieren, zack, zack, genau. Groß, wir wollen ja weit rüber. Gut so. Das sieht gut aus. Nochmal ein klein wenig mehr versammeln da jetzt, Emma. Da wird er dir so ein bisschen lang. Nochmal ein bisschen versammeln. Gut, genau. Und daraus kannst du nach vorne denken. Gut. Ein Zirkel ruhig, wenn du den brauchst, und dann die Arbeitspüretten. Wenn du sagst, der ist nicht so weit, ich muss was anderes machen, kannst du das ruhig sagen immer. Wir versuchen das so abzureiten. Gut so. Vor allem sehr schön konsequent geht der nach vorne in den Zügel rein. Sie hat eine sichere Anlehnung, dass der da oben nicht so leer wird, was der schnell wird, dass er ein bisschen zu leicht wird, dass ich da so ein bisschen Druck in der Hand behalte. Auf gerader Linie, energisch. Das Pferd bleibt gerade. Jetzt machen wir eine aus dem, genau. Das ist eine sehr schöne Arbeitsbürde, die Nase vorne halten. Der setzt sich gut, der springt energisch. Genau, nicht mehr Hinterhand rein. Sehr gut. Einmal links, nach vorne denken zum Wechsel. Gut. Thank you.